dessen Ländereien er regelmäßig plünderte, und er hatte Angst, dass sie ihn eines Tages wirklich fangen würden. Ich werde wohl mein eigenes Getreide anbauen müssen, schnaufte er vor sich hin, als er erschöpft unter einem Busch lag, um sich von der letzten Hetzjagd zu erholen. Es war ihm gerade noch gelungen, die flinken Hunde durch einen plötzlichen Haken zu überlisten, als diese ihn einen Augenblick lang aus den Augen verloren hatten. Am nächsten Morgen nahm er seine Hacke und ging in den Wald, wo er sich ein verborgenes, fruchtbares Fleckchen Erde aussuchte. Nachdem er es vom Gras befreit hatte, pflügte er die Schollen gut um. Bei Einbruch der Nacht kehrte er todmüde, aber zufrieden zu seiner kleinen Hütte zurück. Morgen werde ich meine ersten Maissamen und Kürbiskolben pflanzen, beschloss er, während er die letzten Maiskolben kochte, die ihm von seinem vorangegangenen Beutezug noch geblieben waren. Denn sonst erwischen mich die schnellen Hunde des Herrn eines Tages doch noch. In dieser Nacht schlief der Hase tief und fest. Nachdem er am nächsten Morgen sein Frühstück mit etwas selbstgebrautem Bier hinuntergespült hatte, machte er sich auf den Weg zu seinem Stück Land und säte seine Feldfrüchte aus. Als er mit seiner Arbeit zufrieden war, zerkleinerte er etwas Unterholz und zäunte das Grundstück sorgfältig ein, um das Wild fernzuhalten. Er hatte Glück mit dem Wetter und das Getreide wuchs und gedieh. Als die Erntezeit herankam, wurden die Maiskolben immer dicker und die Kürbisse bekamen vielversprechende Rundungen. Nachdem er seine Vorbereitungen abgeschlossen hatte,
kehrte er nach Hause zurück, fest entschlossen, den Dieben das Handwerk zu legen. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf, und als er sich seinem Feld näherte, hörte er mit Vergnügen ein heftiges Flattern. Er schaute über den Zaun und sah, dass sich tatsächlich ein Vogel in einem der Fallstricke verfangen hatte, während viele seiner Artgenossen sichtbar betrübt hoch oben am Himmel kreisten. Noch nie hatte er ein so schönes Geschöpf gesehen wie diesen Vogel, der ihm da in die Falle gegangen war. Seine Farben waren so herrlich wie die des Regenbogens. Und in einem Flügel hatte er eine überlange, pechschwarze Feder.